Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck die Münchner Rück. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Rückversicherungsbranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,6%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus Deutschland und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 56 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 7,25 auf 11,6 Euro je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Deshalb vergebe ich hier einen ganzen Punkt. Das dritte Kriterium: Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also, den größten Rückschlag seit der Finanzkrise hatte die Aktie zuletzt zwischen Februar und März 2020. Da hat die Münchner Rück ca. 45% an Wert verloren und damit in diesem Zeitraum mehr als während der Finanzkrise. Und hier gibt es von mir einen halben Punkt. Das vierte Kriterium: Wie hat sich der Kurs der Aktien in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und ja, die Aktien nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 144% zugelegt und das ist sehr gut, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium: Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei ca. 89%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von ca. 11% und für einen Versicherungswert liegt das in einem guten Bereich, würde ich sagen. Deshalb vergebe ich hier einen halben Punkt. Das sechste Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also in 2022 gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 24,63 Euro. Der ist dann im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 33,87 Euro. Und auch für die Zukunft schaut es ganz gut aus momentan, denn hier erwarten die Analysten einen weiteren Anstieg auf 40,03 Euro je Aktie, so zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten für das Gesamtjahr 2024 und hier gibt es von mir einen ganzen Punkt. Das letzte Kriterium: Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu so teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für das Jahr 2024 liegt momentan bei ca. 10 und damit unterhalb der 30er-Marke, deshalb vergebe ich hier einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt die Münchner Rück in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien 2024 bei meinem Sicherheitscheck und hier landet die Münchner Rück momentan mit den 6 erreichten Punkten hier auf dem dritten Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch in den Link unter dem Video. Und jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 29. April 2024 und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktuell der Kurs momentan unterhalb bzw. ziemlich genau eigentlich mit der gestrichelten Linie übereinstimmt. Also scheint die Aktie momentan zumindest ziemlich genau fair bewertet zu sein, würde ich sagen. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So. Das war's dann auch wieder mal mit diesem Video. Und dann zum Schluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.